Achtung, der nun folgende Beitrag kann Spuren von Humor und Satire beinhalten. Wir befinden uns Anfang Mai bzw. in der letzten Dezemberwoche. Verzweifelt versuchen Online-Redakteure Themen zu finden, die stark geklickt werden und für die sich jeder interessiert. Möglicherweise auch ein Thema, das viral gehen kann. Aus Wut über die letzte Rechnung seines Steuerberaters kommt nun einer auf die Idee, dass bald irgendein Abgabetermin bezüglich der Steuererklärung naht. Hier fällt allen Beteiligten auf, dass den Deutschen nichts mehr interessiert, als wie er die dämonisierte Steuer vermeiden kann und hier Steuern sparen kann. Nun beginnt man Online-Artikel in die Welt zu setzen, die zur weiteren Dämonisierung des Steuerrechts beitragen. Die Frage, wer überhaupt eine sogenannte Pflichtabgabe ist und wer freiwillig abgeben darf, wird kaum bis gar nicht erwähnt. Man lässt den oberflächlichen Leser aber in den Glauben, dass die Welt bei einer zu späten Abgabe zusammenbricht. Dies wird nun einige Zeit von vielen Online-Seiten so betrieben, bis man genug Angst und Panik erzeugt hat, um einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt bietet man dem armen Steuerbürgern, die von dem Dämonen der Steuererklärung und des Finanzamts geplagt sind, die vermeintliche Rettung. Man liefert ihnen die Steuertipps, die sie alle brauchen, oder vielmehr die man sich schnell zusammengegoogelt hat und die so viel fachliche Tiefe besitzen wie ein Papierboot in der Elbe. Sämtliche Auszubildenden, Steuerfachangestellten oder Erstsemester im Steuerrecht schütteln dann den Kopf, wenn sie Überschriften entdecken wie: So beteiligt dich das Finanzamt an ihren Kosten. 10 Tipps und der Finanzbeamte hat Respekt vor ihnen. Und mein persönlicher Liebling aus den letzten Jahren: BFH-Urteil. Rentner hat Anspruch auf ein Arbeitszimmer. Im letzten Fall war es ein Rentner, der noch selbstständig als Gutachter tätig war. Für diese Selbstständigkeit als Gutachter hat er sich die Anerkennung der Kosten für sein Arbeitszimmer erklagt. Mit der Rente und dass er Rentner ist, hat das eigentlich nicht viel zu tun, das Arbeitszimmer. Aber Rentner hat Anspruch auf Arbeitszimmer klickt sich natürlich viel mehr als nebenberuflicher Gutachter hat Anspruch auf ein Arbeitszimmer. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr nehmt mir diesen etwas satirischen, humoristischen Beitrag nicht übel und beschäftigt euch viel mehr mit der Materie. Wenn ihr mal aufpasst, werdet ihr auch ganz sicher wieder dieselben Artikel zu diesem Thema Jahr für Jahr für Jahr wieder auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken entdecken, die sich mit dem Abgabetermin oder mit den selbsternannten Steuertipps beschäftigen. Ich verlinke euch noch einen etwas älteren Beitrag von mir, der sich mit dem Thema beschäftigt, wer überhaupt eine Pflichtabgabe ist, wer freiwillig abgeben kann, aber nicht muss. Dazu kommt noch der Hinweis, dass steuerlich Beratende, also Menschen, deren Steuererklärung von einem Steuerberater, Rechtsanwalt oder von einem Lohnsteuerhilfeverein angefertigt wird, im Falle einer Pflichtabgabe sowieso automatisch den 31.12. als Abgabetermin haben. Aber mit diesem Fakt beschäftigt man sich nicht, weil, naja, der wird schlecht geklickt. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Sie ein wenig bilden und unterrichten können. Sie fallen jetzt nicht mehr auf denselben Clickbait Jahr für Jahr für Jahr für Jahr rein und beschäftigen sich selber mal mit der Materie, damit Sie selber das Grundwissen haben, nicht diese Artikel klicken zu müssen, beziehungsweise hinterfragen diese ganze Panikmache. Und vielleicht, wie ich, werden Sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo Sie einfach nur den Kopf schütteln, wenn Sie Jahr für Jahr für Jahr dieselben Überschriften entdecken und Sie einfach nur den Kopf schütteln. Bis zum nächsten Video, Ihr Stefan B. Und das nächste Video wird auch wieder sehr viel fachlicher.